Mehr als 10 Jahre bin ich jetzt dabei und mein Learning ist, ja, was ist das denn überhaupt? Als ich angefangen habe, oder wie soll ich sagen, bevor ich angefangen habe, war ich ziemlich fertig und kaputt. Meine Wirbelsäule war kaputt, Bandscheibe war kaputt, linke Augenbraue war komplett weg durch Stress, hier waren überall Löcher drin, kreisrunder Haarausfall und so weiter, klar, und da war ich nichts mehr. Aber dieser Stress hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Ich bin jetzt nicht Self-Made-Millionär oder ähnliches. Ich habe auch meine Themen, das ist klar, so wie jeder andere Mensch auch, wie du und ich, klar. Nur muss ich sagen, habe ich irgendwann die Reißleine gezogen. Direkt nach der Not-OP an der Wirbelsäule habe ich mir gedacht, okay, jetzt bin ich dran. Und das war mehr oder weniger so ein Wake-up-Call, auch wenn ich nicht wusste, wohin, habe ich mich 3 Monate eingebuddelt und mich gefragt, okay, wer bin ich überhaupt, was kann ich überhaupt, was sind meine Talente und Fähigkeiten und was schaffe ich jetzt mit mir selber in der Zukunft an? Das hat wirklich gedauert, also da kann ich nicht sagen, das geht ratzfatz und ja, klimbim, ziemlich einfach, aber genau das ist das. Das Gegenteil von dem, was wir sehen und erleben, also die Realität ist anders. Die Realität, beziehungsweise wenn man eine erfolgreiche Realität leben will, sollte man sich die Zeit nehmen. Die Zeit nehmen, um zu gucken und zu fühlen und nachzudenken, um zu besprechen, um nochmal wieder reinzufühlen, wer ist man eigentlich? Wenn ich jemanden frage, wer bist du? Dann kommt oftmals der Name Thomas, Sascha, Melanie. Aber ich habe ja nicht nach den Namen gefragt und immer wieder kommt das so hoch bei mir, weil ich wusste es ja auch nicht besser. Ich wusste es nicht besser, weil ich mich nie mit mir beschäftigt habe, sondern einfach immer nur nach außen geguckt habe. Andere haben Probleme, andere machen Probleme. Ich werde ungerecht behandelt. Warum funktioniert etwas nicht, nur weil der so ist, wie er ist? Ich habe nie nach innen geguckt, nie zu mir. Obwohl ich mich mit Buddhismus zum Beispiel beschäftigt habe, war ich anscheinend nicht wirklich angekommen. Und ich muss sagen, also long story short, wenn man sich die richtigen Fragen stellt, beziehungsweise als ich angefangen habe, immer mehr die richtigen Fragen zu stellen, kamen auch immer bessere Endergebnisse. Was nicht bedeutet, dass alles rund lief, alles perfekt lief, aber es lief wesentlich besser, muss ich sagen. Und genau da ist der Knackpunkt. Sich die Zeit zu nehmen, die Zeit, die man braucht, nicht wie jemand anders das macht und schafft, sondern wie man selbst es schafft. Was ist dein Tempo? Was ist mein Tempo? Und da dürfen wir einfach mal schauen, wie das funktioniert. Und von da an, von der Selbstständigkeit an, für die ich mich entschieden habe, weil ich dann immer mehr wusste, wer ich bin, was ich kann, welche Talente und Fähigkeiten ich besitze und ausüben kann und was für eine Wirkung ich habe auf Menschen. Über die 10 plus Jahre habe ich eine Essenz wirklich immer wieder rausgefunden. Immer und immer wieder hat sich das gezeigt. Und es ist nichts von dem, was von allen da draußen erzählt wird. Du brauchst dein Warum, du musst dich selber kennen. Ja, das sind Voraussetzungen und auch Bedingungen vielleicht sogar. Nur, wenn ich überall mit den Klienten mal reinschaue, was gewesen ist, kann ich schon sagen, dass das der eine Knackpunkt ist. Klarheit. Die Klarheit nach außen, die Klarheit nach innen, verbal, nonverbal, emotional und. Und das macht den Unterschied. Oder hast du schon mal jemanden da draußen gesehen, der auf der Straße stand und schrie, juhu! Und du fragst, hey, was ist los? Und er sagt, ich bin total verwirrt. Ich glaube nicht, oder? Denn das Witzige ist, niemand spricht über Klarheit, aber regt sich über Verwirrung auf und kommuniziert das noch nicht mal, sondern einfach, die Leute sind nur am Rummeckern, am Rumnörgeln, das ist schlecht, das ist zu teuer, das ist zu günstig, das ist zu weit weg, das ist zu nah dran, es ist zu heiß, es ist zu kalt. Kennst du das? Kleine Anekdote dazu, beziehungsweise kleine Erfahrung dazu, ich war mit einer Freundin mal spazieren gewesen und da war ein Juwelier auf der linken Ecke. Und da sagte sie, wow, guck mal, was für ein schönes Armband. Also sie war völlig fanatisch da drin.
und ließ auch nicht davon ab. Und ich sagte dann kurzerhand, geh doch rein und kaufst dir. Nee, das ist viel zu teuer. Sag ich, nein, das ist nicht zu teuer, das ist zu wenig Geld. Da war sie auch fassungslos und meinte, du bist so ein ne? Und dann sagte ich, ja, du, da vorne steht ein Range Rover, den hätte ich jetzt auch gerne, aber den kann ich jetzt auch gerade nicht bezahlen. Aber ich mache mir Prioritäten und sage, okay, wie wichtig ist mir das? Ist das jetzt einfach nur schön, ich freue mich drüber? Okay. Ist es so schön, dass ich es haben will und ich habe das Geld aktuell nicht, mache ich mir eine Liste. Und das ist die Klarheit da drin. Wir dürfen uns freuen, auch wenn wir es nicht bekommen. Ja? Wenn wir es haben wollen, egal was es ist und wo es ist und wie teuer es ist oder wie günstig das ist, mach dir einen Fahrplan. Weil dieser Fahrplan baut dich auf. Dieser Fahrplan gibt dir eine Leitlinie. Dieser Fahrplan ist eine Zielrichtung, wo du sagst, okay, genau das will ich haben. Nichts Ähnliches, sondern genau das. Und das gibt innere Antriebskraft und pure, langanhaltende Klarheit. Und diese Klarheit durchdringt einfach alles. Es gibt keine schwammigen Ausdrücke wie eventuell, vielleicht, hätte, könnte, möchte. Nein. Das will ich haben, genau das von der Marke so und so, in dem Gold, mit dem Karat oder was auch immer. Komplette Klarheit ist so wichtig. Wir dürfen schauen, dass wir auch differenzieren und sagen, ich muss nicht alles wissen. Ich muss nicht für alles einen Fahrplan haben. Aber die Fundamente sollten absolut klar sein. Dann dürfen auch gewisse Dinge unklar bleiben. Das gibt dir innere Ruhe. Ist es nicht das, was wir wollen? Innere Ruhe, Zufriedenheit, Erfüllung? Das kommt alles mit Klarheit einher. Das ist meine Erfahrung gewesen. Kurze Geschichte. Ich hätte sie auch 2 Stunden lang machen können. Hör mit Floskeln auf, wie alles gut. Es wird schon. Ja, alles gut? Es ist nie alles gut. Nie. Man muss es aber nicht gleich pessimistisch sehen und es ist alles schlecht. Es gibt nicht die beiden Extreme, es gibt auch die Mitte. Ja, und da dürfen wir gerne wie ein Fisch im Wasser so uns bewegen. Wenn hier außen das Negative ist und da das Positive ist, dürfen wir gerne hier sein und ab und zu klatschen wir in diese Richtung, ab und zu klatschen wir in diese Richtung. Es darf sein. Es ist völlig okay. Okay? Und wenn etwas passiert, was in diese Richtung geht, in diese negative Richtung, dann ist es nichts anderes als ein Signal, du darfst noch an etwas lernen, / du hast etwas nicht kommen sehen. Lerne, guck hin. Wenn du in die Richtung driftest, hast du vieles bis alles richtig gemacht. Bei beiden ist es wichtig zu beachten, es bleibt nicht für immer. Du kommst oft hier wieder hin. Schaue, dass du in Bewegung bleibst, schaue, dass du bei dir bist, und schaue, dass du zufrieden bist, dein Tempo gehst. Das ist enorm wichtig, denn das gibt dir Triebkraft, auch Treibkraft, und es gibt dir innere Klarheit. Probier es aus. Wenn du mehr wissen willst, besuch mich natürlich gerne auf meiner Website. Guck hier bei YouTube durch mal ein bisschen durch und lass gerne einen Kommentar da, lass gerne ein Like da. Wenn du uns noch nicht abonniert hast, dann lass gerne auch ein Abo da und du wirst diverse Tipps finden, die auch gratis für dich sind. Auch auf der Website gibt es einen Erfolgsbundle, was du natürlich auch gratis runterladen kannst. Kostet dich nichts außer einen Klick oder zwei und du hast es da bei dir für mehr Klarheit und Leichtigkeit. Also in diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann du es guckst und bis später. Ciao, ciao.